Am letzten Tag der ersten Ferienwoche stand eine Schatzsuche auf dem Programm des Ferienhortes der Inselseeschule. Wo würde der Schatz wohl versteckt sein? Erzieherin Christine von Kidrowski hatte eine Karte aufgetrieben und Paul sogar einen Metalldetektor mitgebracht. Vom Hort ging es in mehreren Gruppen los in Richtung Bauhofer Bucht. Unterwegs warteten auf die Schatzjäger verschiedene Aufgaben. Ein Lied singen, Mutproben bestehen, Matheaufgaben lösen oder Fragen beantworten. Nenn zwei Flüsse in unserer Umgebung. Was? Zwei Flüsse. Ah, Inselsee. Flüsse. Nebel. Die Nebel, gut. Die Warnow. Ja, super, toll. Nächste Aufgabe gelöst. In der ersten Ferienwoche hatte das Wetter die Badewünsche der Kinder verhindert. Bei Spielen in der Sporthalle und einem Kinobesuch kam aber keine trübe Stimmung auf. Zum Ferienbeginn hatten die Erzieher die Kinder aufgefordert, ihre Wünsche für die freie Zeit aufzuschreiben. Diese Liste wurde weitgehend abgearbeitet. Auch die zweite Woche ist gut mit Plänen gefüllt. In der zweiten Woche gibt es dann ein bisschen kulturelle Sachen. Die Stadtwerke, die Bibliothek, den NUP, ne, heute Wildpark. Und wir fahren noch nach Rostock ins Technikmuseum und zur Uni, machen Experimente dort. Also wir haben noch ganz viel vor. Den Schatz fanden die Kinder an der Bauhofer Bucht nicht. Dafür durften sie aber die Kellerräume ihrer Schule erkunden. Aber auch dort wurden sie nicht fündig. Entdeckt haben sie die geheimnisvolle Truhe dann auf dem Schulhof.